Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Herr Kirchner. Herr Kammerer. Sie sind ganz gespannt auf Ihre drei Fische, die Sie vor 3 Monaten ungefähr bei uns ausgesucht haben. Ja. Und jetzt erzählen Sie aber erstmal der erste Winter, den ersten Sommer der seitherigen Koi. Wie war's? Gab's ja, Besonderheiten? Im Moment bin ich vielleicht auch noch ein bisschen übervorsichtig, weil nach Jahren, wo ich dann keine Koi zwischendurch hatte, schaut man natürlich jeden Morgen hin, wie geht's den Babys hier. Und nach dem Winter haben wir ja zusammen einmal aufgesalzen, weil ich ein bisschen falsch gefüttert habe und zu wenig gefüttert habe und so ein Stück weit Energiemangelsyndrom da war. Und danach haben die sich eigentlich toll entwickelt. Es war eigentlich, wenn ich da kurz einhaken darf, war ein klassischer Lapsus. Man will es den Koi auf der einen Seite gut tun, hat abgedeckt mit PE-Kugeln. Temperatur 9 bis 10 Grad, Stoffwechsel noch im Verhältnis zu 5 Grad, relativ hoch. Genau. Und dann aber zu wenig gefüttert und das hat die Fische dann relativ darben lassen. Energie leer. Und im Sommer oder früher, als die Temperaturen hochgegangen sind, haben sie einen dicken Schleimbelag bekommen etc. pp. Und das hatte zur Folge dann nichts. Also die Fische sind nicht krank geworden, aber wir haben dann aufgesalzen und haben geguckt, dass wir Nahrung reinkriegen. Wie lange hat es dann gedauert, nachdem wir die Maßnahmen ergriffen haben? Ich glaube, das waren noch keine 4 Wochen, dann standen die richtig gut da. Also so war das. Genau, aber es hat dennoch gedauert. Das war nicht innerhalb von einer Woche weg. Nein, wann traten die ersten Symptome auf? April, Mai? Als ich die Kugeln runtergemacht habe, habe ich es gesehen. Ja. So. Und und dann haben wir halt auch relativ zügig, ja Gott sei Dank, reagiert. Und ansonsten zwischendurch habe ich mal irgendwo Rudelverhalten gehabt. Weil wir haben schon überlegt, heute miteinander ja auch gesprochen, ob es eventuell daran lag, dass so eine Blattdüngung bei der Kiefer gemacht wurde, wo dann noch Spuren von dem Dünger ins Wasser gekommen sind. Und das hat uns ein bisschen Stress bereitet, weil sie dann auch über Tage nicht gefressen haben. Aber jetzt fressen sie wieder ganz normal. Was mich überzeugt an den Fischen ist, dass die haben ihre Farben deutlich verstärkt und waren ja auch lange bei ihnen dann in den Innenbecken. Und Sie können es ja bestätigen, das Rot ist schon ziemlich klasse. Also kann ich Ihnen nur recht geben, die Fische sind A gewachsen, B sind sie farblich besser geworden und haben richtig Volumen bekommen, also auch gut konditioniert für den Winter. Ja. Wie ich es oft gesagt habe, die Schlacht für den Winter wird im August, September geschlagen. Wenn wir da Energie reinkriegen und den Fischen die Möglichkeiten bieten, dass sie Reserven anlegen, davon leben die in erster Linie im Winter, aber es muss trotzdem noch zugefüttert werden. Ja. War sicherlich auch ein Problem letztes Jahr, dass die Fische lange bei uns waren. Wir können über den Sommer auch nicht nur Vollgas füttern, weil immer wieder Fische rauskommen. Wir setzen jetzt auch wieder relativ spät ein. Wir setzen spät ein, aber Sie wissen jetzt, dass man im Winter ein bisschen mehr füttern soll. Okay. Herr Kirchner wird, also seine Frau hat vorher gesagt, oh, ich mag nicht auf die PE-Kugeln gucken, dann sage ich, dann lassen Sie die PE-Kugeln einfach weg und wir lassen den Teich dann einfach runterfallen auf 5, 6 Grad. Wenn 5 Grad oder 6 Grad unterschritten werden, dann wird einfach zugeheizt. Genau. Und da passiert den Fischen gar nichts. Ich habe das jahrelang bei mir so praktiziert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja eine Todsünde, wenn man so einen Garten hat. Ich sage jetzt, wenn man ein steriles Koi-Becken irgendwo hat, seitlich vom Haus, spielt ja eine Abdeckung keine Rolle. Aber wenn wir jetzt mal wirklich ausrechnen, wir haben Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Ja. So lange bleibt es drauf, sind 7 Monate. Dann kann ich 5 Monate den Garten genießen und muss ich rechnen. Und 5 Monate und 7 Monaten PE-Kugeln, also das kann es irgendwo, finde ich, nicht sein. Und dann von der Fütterung her, auch hier ganz einfach, wenn die Fische frei schwimmen, wenn die zeigen, sie sind agil, jeden Tag ein bisschen was, alle 2, 3 Tage, einfach nach Gefühl. Die Fische zeigen uns das, wenn es nicht gefressen wird, dann einfach abfischen wieder nach einer gewissen Zeit. Und wenn die Fische dann irgendwann, wenn es zu kalt wird, nach unten gehen, dann einfach Fütterung einstellen, aufhören. Gar nichts, dann macht es auch 2 Wochen gar nichts aus. Und jetzt wollte ich noch was sagen. Und ich mache es dann bei mir zu Hause so, wenn ich sehe, dass sich langsam oben Eis bildet, dann stecke ich einfach eine Elektroheizung von Genesis ein, die läuft dann mal 1-2 Wochen. Und die ganz kalten Winter haben wir auch nicht mehr. Oder ist hier oben richtig schattig? Ja, hier kann schon mal kalt werden. Wir sind hier 450 Meter hoch. Also hier kann schon mal deutlich kälter werden als beispielsweise hier in Wiesbaden um die Ecke. Ja. Was ich noch hatte, ich hatte sie, glaube ich, mal auch angesprochen, dass die sehr häufig oben rauskommen, Luft holen und dann mit Bläschenbildung weiterschwimmen. Sie haben gesagt, ich muss mir keine Sorgen darüber machen. Das ist ein Syndrom, aber kein Symptom. Genau, ich hatte den Wasserfall vor 1 Woche etwa ausgestellt. Wir haben ihn jetzt nur noch mal für den Blog angestellt.
Weil er kühlt natürlich jetzt nachts hier bei 7 oder 8 Grad Nachttemperaturen ziemlich den Teich aus, was ich will. Und ich habe das Gefühl, dass es danach deutlich anders geworden ist. Also das haben die deutlich weniger gemacht. Es kann wirklich sein, dass er irgendwo von den Druckverhältnissen durch diesen Wasserfall oder so, meinen Sie nicht? Also ich sehe es für ausgeschlossen. Ich habe so Wasserfälle immer mal wieder gemessen, auch Teiche, den Gesamtgasdruck gemessen, wo Wasserfälle angeschlossen sind. Ich halte es für ausgeschlossen, weil das Wasser, das ist ja nur eine, die Aktivität spielt in den oberen 10, 20 Zentimeter statt, wo eigentlich gar kein Druck ist. Das sind ja nicht die Niagara-Fälle. Schon klar. Also von daher, das sind immer so Dinge, die treten phasenweise mal auf. Ich weiß, Sie haben das geschildert in dem Moment, wo auch die andere Geschichte war, ja, wo die Rudelbildung gemacht haben. Und Herr Kirchner hat wirklich gesagt, die kommen alle. Ich habe gefragt, also immer wenn mir die Leute sagen, die Fische schnappen Luft, sie scheuern, sie springen, wie oft passiert das eigentlich? Ja? Manche werden schon panisch, wenn die Fische einmal in der halben Stunde einer scheuert. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Aber er hat dann gesagt, schon relativ regelmäßig, wenn man 5 Minuten dasteht, passiert es 5, 6, 7, 8 Mal. Und dann ist es natürlich schon irgendwo ein Hinweis darauf, dass irgendwas anders ist. Aber da sich das alles aufgelöst hat, sowohl dieses Luftschnappen als auch die Rudelbildung und die Fische frei schwimmen, die Fische haben klare Farben, sie haben keinen Schleimüberzug, wir zeigen es nachher gleich. Scheuern sich nicht. Scheuern sich nicht. Da ist wirklich, also für mich ist es vor allem auch diese Rudelbildung, das ist so ein typisches Zeichen für eine Intoxikation. Da ist irgendwas ins System geraten, über welchen Weg auch immer, was nicht ins System gehört. Der Fisch, der Koi, lebt in der Gruppe, das ist ein loser Verband. Und in dem Moment, wo Gefahr droht, entweder übers Wasser oder über, von außen durch Feinde, durch Fressfeinde, irgendwas, dann gehen die in die Gruppe und suchen den Schutz in der Gruppe. Und das ist immer ein Zeichen, aber die Schwierigkeit ist, das immer herauszufinden, was ist es. Ja, ja. Ja, da können Sie jetzt einen Parasitenabstrich machen, wegen Parasiten gehen die nicht in die Gruppe. Das Wasser können Sie nicht untersuchen lassen, weil Sie gar nicht wissen, was Sie eigentlich suchen wollen. Also das ist wirklich, hilft immer Wasserwechsel, 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 falls irgendwas reingeraten ist. Haben Sie mit irgendeinem Produkt gearbeitet, wo Zink oder kupferhaltig ist? Ja, ja, ich habe mit einem zinkhaltigen Produkt gearbeitet, weil ich gedacht habe, wir haben auch wirklich was auf der Haut und das könnte ich damit halt beseitigen. Und da sind die Algen dann abgestorben? Ich habe keine Algen, aber ich habe halt ein bisschen von dem Belag der Wände unten am Boden gehabt, mehr als vorher. Also ich muss Ihnen sagen, ich persönlich halte von diesen Produkten nichts. Die werden verkauft als ein Bakterienkiller. Und überall steht aber fett in der Gebrauchsanweisung oder in der Artikelbeschreibung, tötet auch oder lässt auch Algen absterben. Klar lässt Zink Algen absterben. Ich bin ein ganz großer Feind von solchen Produkten, weil wir überhaupt nichts darüber wissen, wie ist die Langzeitwirkung, kann es Tumorbildungen, kann es karzinogen, genau. Was ist eigentlich die Mittel- oder Langfristwirkung von solchen Produkten? Und ich habe es dann irgendwann mal gegoogelt, das können Sie auch tun. Selbst bei der Anwendung für den Menschen ist es auf der Prüfliste der EU, also da muss nachgeprüft werden, wie, in welchen Dosierungen, ist es unbedenklich, kann man es noch in den Dosierungen in gewissen Produkten verkaufen oder nicht. Und sogar Deutschland ist beauftragt von der EU-Kommission, dass sie diese Prüfung übernehmen sollen. Und wie immer bei den Fischen, bei den Tieren, da wird es allzu fahrlässig. Das nehmen wir, dann sterben die Algen. Aber ob nur die Algen sterben und nur die Bakterien oder welcher Einfluss auf den Organismus ist, bei welcher Temperatur kann es welche Auswirkungen haben, da ist man wissenschaftlich einfach noch nicht so weit. Und darum bin ich wirklich ein Gegner davon und sage, Algen töten wir mit Salz idealerweise. Und Sie haben ja auch aufgesalzen und Sie hatten eigentlich keine Algen, oder? So den ganzen. Nein, nein, wir haben keine Algen. Algenprobleme gibt es nicht, überhaupt nicht. Also ich habe nicht eine einzige Fadenalge im Teich. Und jetzt würde mich interessieren, wie lange vor dieser Problematik, dass die Fische Luft geschnappt haben, haben Sie dieses zinkhaltige Produkt angewandt? Nein, ich habe es erst gemacht, als sie sich so merkwürdig verhalten haben. Okay. Dann. Dann. Erst dann. Weil, und ich muss auch dazu sagen, das ist jetzt, vielleicht spricht das ein bisschen dagegen, dass sie so 2, 3 Tage, nachdem ich es eingesetzt habe, dann auch wieder auseinandergegangen wieder sind, und auch wieder gefressen haben. Okay. Ne? Wie auch immer, kann im Zusammenhang sein. Ich bin dennoch ein Gegner von solchen Produkten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil aber ich weiß auch nicht, ob es mein Wasserwechsel war, den ich natürlich auch relativ intensiv gemacht habe. Genau. Und gedacht habe, um da irgendwie vorzubeugen. Hatte einen relativ intensiv verschmutzten Vorfilter. Den habe ich dann auch gereinigt bei der Gelegenheit. Man weiß ja nicht, welche der Maßnahmen schlussendlich dann auch wirklich gegriffen hat. Und auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Top-Wasser. Und also das Wasser ist traumhaft. Ja. So, ich glaube, wir haben jetzt einen Blog drüber gemacht, wie der Koi-Sommer von
Und der erste Koi Winter von Jürgen Kirchner war, ich fand es unglaublich interessant, spannend, weil er ganz offen geredet hat und ich hier gesagt habe, wow, alles heile Welt, es ist nirgends immer nur heile Welt. Ich kann Ihnen sagen, die Fische, die wir letztes Jahr eingesetzt haben, sind in Top-Kondition. Das werden wir jetzt im nächsten Vlog ansehen. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also bei all dem, wo man dann immer mal gedacht hat, aber das hat auch ein bisschen was mit der Vorsicht, mit der wir das Ganze jetzt betreiben, zu tun. Ja. Und dann rufe ich Sie lieber einmal mehr an und frage und dann kriege ich eine kompetente Antwort und weiß, was ich tun muss. Und in den meisten Fällen haben Sie gesagt, nichts tun, alles ist gut. So, und das Ergebnis gibt uns beiden recht, was wir getan haben. Ja. Hat zu einem sehr hübschen Ziel geführt. Die Fische sind super gut drauf. Und jetzt machen wir den Block Schluss und machen danach einen, wie wir die Fische einsetzen, weil das wäre jetzt zu viel miteinander vermischen. Dann haben wir irgendwann mal Spielfilmlänge. Alles klar, danke für Ihr Interesse. Danke, Herr Kirchner. Ciao. Gerne.